Hallo und herzlich willkommen am heutigen Donnerstag zu einem neuen Trading-Tipp. Unser Tipp heute ist Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hat ein sehr starkes Börsenjahr hinter sich. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gibt es weltweit ein neues Bewusstsein für Verteidigung und für Rheinmetall winken deshalb neue Milliardenaufträge. Wir sehen es ja im März bereits deutlich angestiegen, die Rheinmetall-Aktie. Danach folgte im Sommer eine längere Konsolidierung, die Aktie noch einmal bis unter 140 Euro gedrückt hat. Doch in den vergangenen Wochen ging es wieder nach oben. Jetzt sind wir im Bereich 200 Euro und der Ausbruch nach oben steht bevor. Eine neue Attacke auf die Rekordhochs knapp oberhalb von 220 Euro scheint möglich. Zuletzt hat Rheinmetall auch einige neue Aufträge vermeldet. Das zeigt, die Fantasie spiegelt sich mehr und mehr auch in den Büchern wieder. In den kommenden Jahren dürften Umsätze und Gewinne deutlich anziehen. Gestern hat dann der Bundestag auch das 100 Milliarden Sondervermögen wirklich beschlossen. Das zeigt auch, dass wirklich gehandelt wird, dass nicht nur Pläne geschmiedet werden. Und das, wie gesagt, sollte sich bei Rheinmetall in den Büchern zeigen. Die Bewertung der Aktie ist dafür nach wie vor günstig angesichts hoher Margen und hoher Wachstumsraten. Und deswegen rechnen wir durchaus damit, dass das positive Momentum der vergangenen Wochen anhält, dass wir eine Attacke auf das Rekordhoch sehen. Das wären bei der Aktie rund 10%. Rheinmetall hat dabei auch den Vorteil, dass man sich in den vergangenen Wochen nicht unbedingt am Markt orientiert hat, dass die Aktie auch in einem schwächeren Marktumfeld steigen kann. Und deswegen empfehlen wir jetzt einen Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley. Aktueller Kurs 22,81 Euro. Legt die Aktie 10% zu, hat der Faktor 3 eine Kurschance von rund 30%. Und das sollte innerhalb der kommenden Wochen durchaus möglich sein. Ich wünsche Ihnen mit dem Produkt viel Erfolg, heute gute Kurse und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder mit einem neuen Trading-Tipp. Bis dahin.